Namaste, hier gibt es Champignonen-Pfeffer-Sabji. Es ist ein würziges Curry und hat ein angenehmes Pfeffergeschmack. Wir essen es gerne mit einem flatten Brot. So, jetzt zeige ich euch die Zutaten. 250 Gramm Champignonen, 2 Zwiebeln, 1 Teelöffel Knoblauch, 1 Teelöffel Ingwer, 2 Tomaten, Chili-Pulver, 1 Teelöffel Pfefferkörner, 2 Teelöffel Korianderpulver, 1/4 Teelöffel Kurkuma-Pulver, einige getrocknete Curryblätter. Die sind hier optional, wenn ihr die habt, dann gut, ansonsten könnt ihr die weglassen. 1 Teelöffel Fenchelsamen und Salz. So, zuerst Öl erhitzen, Fenchelsamen, Curryblätter und Zwiebel anbraten. Dann kommt Ingwer-Knoblauch rein und einige Gewürzpulver auch, Kurkuma-Pulver, Chili-Pulver, Korianderpulver und Salz hinzufügen und kurz anbraten. Dann fügen wir Tomaten hinzu und ca. 2-3 Minuten auf mittlerer Hitze anbraten. Etwas Wasser hinzufügen und diese Mischung auf mittlerer Hitze für ca. 15 Minuten kochen. Dieses Masala sieht gut aus und ist perfekt durchgebraten. Jetzt fügen wir Champignonen hinzu und alles gut vermischen. In der Zwischenzeit können wir die Pfefferkörner zerkleinern, so dafür die Pfefferkörner in einen Mörser geben und zerkleinern. Je nach Geschmack können wir etwas mehr oder weniger Pfefferkörner hinzufügen oder es hängt vom Geschmack ab, wie viel ihr möchtet, weil wir auch Chili-Pulver in dieses Gericht hinzugefügt haben. Jetzt fügen wir die zerkleinerten Pfefferkörner hinzu und auch ein bisschen Wasser und alles auf mittlere Hitze für ca. 10 Minuten köcheln lassen. Und wir sind fertig. Hier haben wir Pfeffer-Champignon-Sabji. Es hat einen guten Geschmack von Pfeffer und Fenchelsamen und total würzig. Wer will, kann auch Kokosmilch oder Sahne dazu geben, aber ich finde, es schmeckt so, wie es ist. Einfach perfekt. Ich esse es gerne mit einem flatten Brot. So, ich hoffe, euch das Rezept gefallen hat. Die Zutatenliste steht unten in der Infobox. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Es ist kostenlos und hilft mir weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!